Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Unser schöner Marco ist kaputt. Gut, jetzt wissen wir nämlich auch spätestens, wofür das Ding gut war. Gut, da hinten, das ist zerstört, da geht es nicht lang, also gehen wir zu Amina. Ich wollte gerade sagen, die Dinger stehen auch schon bereit. Auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rad geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rat auf die Destiny Ascension evakuiert. Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Wo ist Saren? Der frühere Spectre-Agent Saren Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadellsicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung. Alles klar. So. Versiegeln die Station! Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Wir gehen raus.
können wir die Serverin abschließen. Das wäre cool. Gut, ja, dann. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Anblick. Dann sieht man auch nochmal, wie riesig das Schiff einfach ist. Oder beziehungsweise wie riesig der Reaper ist. Was ich halt cool finden würde, ist, wenn man irgendwie erfahren würde, was aus den einzelnen Leuten hier geworden ist. Man hat ja schon so eine gewisse Bindung zu denen aufgebaut, zu manchen mehr, zu manchen weniger. Also die Leute hier ist ja den ansässig waren, meine ich jetzt. Und dass man halt einfach jetzt erfahren würde, was mit denen passiert ist, irgendwie. Tatsächlich relativ knapp. Danke, Mädels. So, weiter geht's. Bedauerlich, bedauerlich, bedauerlich. Ins Auge gehen können. So, weiter geht's. Immer schön den Citadel-Turm hoch. Da
gab so eine Stelle gleich irgendwann, da bin ich, glaube ich, beim Let's Play damals auch recht häufig gestorben, meine ich. Meine ich mich erinnern zu können. Das war ein Verwüster, ne? Da möchte ich jetzt weg. Sehen, wie viel stärker die Verwüster im Vergleich zu den Frontkämpfern sind. Ui. Jetzt war ich für sie. EGM ist heiß. Danke. Jetzt war ich so perplex, dass ich vergessen habe, das mit dem Werfen zu aktivieren. Dinge aktivieren, ja, warte. Ja, jetzt komme ich hier gucken an, das weiß ich nicht mehr. Ich bin bereit, Shepard. Okay, so, mein Freund.
Gut, weiter. Das ist die Stelle, wo ich, glaube ich, ein paar Mal gestorben bin. Ach, weil die auf mich schießen. Ich muss auch, glaube ich, deaktivieren. Das war das Problem. Erstmal im Spiel. Ich habe eigentlich so auf die Fähigkeit vom Shepard eingesetzt. Erstmal eine richtig schöne Salbe in die Fresse geschossen. Also ins Gesicht wahrscheinlich jetzt nicht direkt, aber sonst wäre ich tot. Aber auf jeden Fall eine Menge Schaden. So, das könnte ich jetzt hier umgehen oder was? Auf der rechten Seite oder wie? Das war jetzt zu viel Spielerei von mir. Ich wollte jetzt unbedingt zerstören da oben, aber ich glaube, das ist nicht vonnöten. Gut, ist aber jetzt nicht schlimm, ich wollte jetzt eh die Aufnahme beenden, weil wir sind ziemlich nah am Ende. Und ja, gut. Also im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder. Und dann werden wir auch relativ bald das Ende erleben. Ja, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!